Ja, also es ist, ich kann es irgendwie gar nicht so beschreiben. Ich glaube, ich habe es noch gar nicht so realisiert. Also es ist ein Weltklasse-Punkt. Wenn mir vorher jemand gesagt hätte, zwei qualifizieren sich und sind im Hauptfeld dabei bei so einem stark besetzten Turnier, hätte ich das gerne unterschrieben. Ein gutes Zeichen einfach, jetzt auch fürs Damentennis, dass da was nachkommt. Ich habe sie auch nach ihrem Match halt noch gesehen und sie war wirklich richtig fertig. Und dann bin ich sehr gespannt, was wir nächstes Jahr um die Zeit sagen, denn das wird dann so ein Jahr der Wahrheit, glaube ich, in der ganzen Entwicklung. Das Jahr war bisher auf jeden Fall extrem gut. Die Turniere, die ich spielen konnte, liefen alle echt gut. Vor allen Dingen so von den Ergebnissen her. Also es gab halt auch Phasen, wo es mal nicht so gut lief, aber ich habe halt immer weiter hart trainiert und mich dadurch halt irgendwie nicht runterziehen lassen. Und ich glaube, das Training ist halt einfach ein wichtiger Aspekt, warum man am Ende gut spielt. Und wenn man in der einen Woche gut trainiert, heißt es nicht direkt, dass man in der nächsten Woche erfolgreich spielt. Das ist einfach, das braucht Zeit. Man muss sich halt weiterentwickeln und ich glaube, da habe ich einfach immer weiter dran an mir gearbeitet. Ich fühle mich hier wohl halt einfach. Ich freue mich dann aufs Training hier wieder zu Hause vor Ort, so die Leute auf dem Tennisplatz wieder zu sehen, die man halt einfach schon seit Jahren kennt. Also es ist hier mein Heimatverein, wo ich trainiere. Da bin ich aufgewachsen, da habe ich so viel Zeit in meinem Leben irgendwie verbracht. Und ich glaube, das ist einfach schön, weil die sich dann mit dir freuen, die sind mit dir zusammen durch diese Höhen und Tiefen gegangen, haben beides miterlebt und die kennen mich ja halt einfach alle und das ist einfach, das ist einfach schön, wenn man dann halt einfach hier wieder zu Hause ist. Ja, wir haben ein tolles Teilnehmerfeld. Wir haben einfach ein sehr starkes Teilnehmerfeld. 7 Spielerinnen aus den ersten 10. Also von dem sind wir da natürlich schon ein bisschen stolz drauf, auf das Teilnehmerfeld. Und ist natürlich schade, dass wir keine Zuschauer in der Halle haben können. Aber ich denke, wir machen das Beste draus. Durch die Corona-Regelung ist natürlich alles noch ein bisschen erschwerter gewesen. Aber ich glaube, die Spieler sind gerne in Stuttgart und die erinnern sich dann auch immer an die letzten Jahre zurück, wie es war, und kommen dann auch gerne. Sie fühlen sich wohl, wir versuchen es relativ familiär zu halten hier und es ihnen so schön wie möglich zu machen, auch jetzt während der Corona-Zeit. Und ich glaube, das vergessen sie dann nicht. Und es ist ein gutes Vorbereitungsturnier natürlich auch für die nächsten Sandplatzturniere, die dann kommen für Madrid, Rom, Paris. Und sie können super trainieren hier, haben super Trainingsbedingungen, ist nicht wetterabhängig, weil wir in der Halle sind. Also ich glaube, das spielt alles so ein bisschen eine Rolle. Also ich habe wirklich nur von Match zu Match irgendwie geguckt. Ich habe mir vorher das ganze Draw gar nicht angeguckt. Ich habe halt gerade erstmal spielen, mal gucken, wie es so wird. Viele kannte ich halt, also in der Quali kennst du ja auch nicht direkt jeden, beziehungsweise vom Namen halt schon meistens, aber halt einfach noch nicht spielen gesehen direkt oder noch nicht live spielen gesehen. Und im Fernsehen ist es oft so Geschwindigkeit, also wie kommen die Bälle an, das kann man gar nicht so genau sehen. Und deshalb habe ich einfach gedacht, so ja, einfach mal gucken, wie es so läuft. Habe wirklich gefühlt eigentlich nur von Punkt zu Punkt geguckt. Julia Middendorf kam dann eben gegen Tamara Korpatsch und hat die eigentlich, ich fand, dass Korpatsch an dem Tag sogar einen Tick besser gespielt hat, so wie das ist. Man spielt sich ja von Match zu Match im Turnier rein. Aber Julia hat das eben souverän zu Ende gespielt, hat sich auch gesteigert nochmal zum Ende hin, hat diese Konstanz, die sie bei den Jugendturnieren auch schon gezeigt hat, dann wirklich bei den Damen gezeigt. Ja, also es ist, ich kann es irgendwie gar nicht so beschreiben. Ich glaube, ich habe es noch gar nicht so realisiert, weil ich bin ja halt hingekommen. Ich glaube, so wie alle anderen bei uns auch, ja, mal gucken, wie das so wird. So erste Runde halt irgendwie spielen, von Match zu Match irgendwie gucken. Und dass man jetzt halt im Hauptfeld ist, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Das
Das Ding war, ich habe im Internet auch geschaut nach der Zulassungsliste für die Quali und ich habe sie wirklich nirgends gefunden. Und deswegen wusste ich gar nicht, was mich erwartet, also wer da so mitspielt. Und ja, ich wusste aber auf jeden Fall, dass das halt alles gute Spieler sind. Und dann habe ich einfach gehofft, okay, ich versuche mein Bestes zu geben, gut zu spielen und dann schaue ich, wo ich rauskomme. Nasti Schunk hat das in der ersten Quali-Runde gut gemacht gegen eine Südamerikanerin. Das war jetzt kein Kracher, aber die stand so um die 200 und Nasti hat das wirklich souverän gemacht und hat dann eben gegen die Noma sich qualifizieren können. Ich glaube, über das Match möchte die Noma nicht viel reden. Da haben einfach die Nerven total versagt. Noma, die eben vorher die an 1 Gesetze geschlagen hatte in der Quali, die sich dann selber als Favoritin gefühlt hat gegen eine Nasti Schunk, hatte auch die letzte Partie gegen sie gewonnen. Und da merkte man so, das war schon eine Konstellation. Die eine hat nichts zu verlieren, Nasti Schunk. Die andere setzt sich unter Druck, der haben die Nerven versagt. Alex Vecic hat eigentlich ein gutes Match gespielt, souverän geführt, Satz und Break vor und ist dann so ein bisschen weggebrochen. Alex und ich, wir verstehen uns echt richtig gut und wir sind gut befreundet und es hat mir wirklich richtig leid getan für sie. Und ich habe sie auch nach ihrem Match halt noch gesehen und sie war wirklich richtig fertig und ja, also da leidet man schon mit. Positiv war, dass sie spielerisch eigentlich 1,5 Sätze besser war, dann aber weggebrochen ist, das war negativ und das Spiel nicht zu Ende spielen konnte und somit leider ein weiteres Match ihr verwehrt blieb, denn dann hätten ja Middendorf und Vecic auch in der letzten Quali gegeneinander gespielt. Wir hatten ja diese 4 jungen Wildcards am Start und wenn mir vorher jemand gesagt hätte, 2 qualifizieren sich und sind im Hauptfeld dabei bei so einem stark besetzten Turnier, hätte ich das gerne unterschrieben und genommen und ich finde, sie haben sich wirklich gut präsentiert. Ich habe ja lange mit der Barbara auch darüber gesprochen, wem geben wir die Wildcards für die Quali und jetzt haben sich 2 auf alle Fälle durchgesetzt in der Quali und das ist natürlich ein toller Erfolg und wir sind natürlich auch sehr glücklich darüber. Und ja, das ist ein gutes Zeichen einfach, jetzt auch fürs Damentennis, dass da was nachkommt und dass Chancen da sind, dass wir in Zukunft auch wieder gute Spielerinnen haben werden. Und also wir sind jetzt erstmal glücklich, dass es so gelaufen ist und jetzt haben sie nichts zu verlieren im Hauptfeld, können ganz locker drauf losspielen und mal schauen, was jetzt noch die Auslosung bringt, gegen wen sie dann kommen. Ja, weil ich habe einmal die Rosmarinkartoffeln gemacht. Ja, du hast die da reintun, oder was? Einmal hast du bei den gekochten und die Rosmarin. Ja, das mit der Erholung ist immer ein bisschen schwierig. Also klar, so die ersten paar Stunden, wenn man halt wieder zu Hause ist, irgendwie dann versuche ich halt einfach so ein bisschen abzuschalten, einfach auch mal Handy weglegen, einfach was mit der Familie so ein bisschen reden, wie war die Reise und dann halt auch mal vielleicht was mit Freunden machen, dass man einfach mal auf andere Gedanken kommt und merkt, okay, ich bin halt jetzt zu Hause. Und einfach dann mal so halt was machen, was man sonst halt bei Turnieren halt einfach nicht so macht. Vielleicht dann auch einfach mal einen Tag oder 2 den Schläger einfach mal weglegen, einfach mal wieder auf andere Gedanken zu kommen und zu realisieren, okay, wie war es eigentlich jetzt die Zeit, wo ich weg war. Überbewertet. Tennis ist halt einfach so, ja, meine Leidenschaft, also ich stehe da halt voll hinter. Tennis ist für mich so, da kann ich wirklich jede Minute vom Tag irgendwie auf diesem Platz halt verbringen, da fühle ich mich super wohl. Und das ist beim Fußball auch der Fall, aber Fußball war für mich immer so, ich finde es super schön, dort 2-3 Mal die Woche hinzufahren, einfach auch diese Umgebung dann irgendwie, ja, nach dem Spiel nochmal zusammensitzen, nochmal reden und wie war das Spiel und finde ich auch super, aber letztendlich finde ich einfach diesen Einzelsport, damit konnte ich mich ein bisschen mehr mit identifizieren, also Mannschaftssport brauchte ich so nebenbei als Ablenkung und ja, so nebenbei halt, aber letztendlich habe ich gesagt, Tennis ist dann doch eher mein Ding. Porsche Tennis Grand Prix, das war eine Erfahrung, war unglaublich. Ich habe dann das erste Mal Hauptfeld beim WTA-Turnier gespielt. Ich glaube, das kann man gar nicht so beschreiben, auch wenn ich jetzt zurückblicke, ist es immer noch so ein bisschen so, was ist eigentlich passiert? Also ich kann es immer noch nicht so wirklich fassen. Aber ich glaube, das waren einfach Erfahrungen und so, die man einfach mitnimmt und wo man sich immer dran erinnern wird. Und ja, es war schon schön.
Julia Middendorf werde ich euch gleich vorstellen. Sie spielt gegen die Finalistin von 2019, gegen Annette Konterweiz. Ich habe die aus und tatsächlich nicht geguckt. Und der von der Zeitung hier aus der Gegend hat mich hier angerufen und meinte so, ja, spielst gegen die? Und ich so, was, gegen wen spiele ich? Und ich wusste es in dem Moment noch gar nicht. Und das war ich ganz lustig dann in dem Moment. Mitzuhalten, darum geht es. Und selbst Akzente setzen, das ist dann nochmal die, wirklich nochmal ein Extra. Gegen Konterfei, das war ein enges Match. Ich glaube, ich finde, sie hat zu sehr ein Tempo mitgespielt, also zu gleichmäßig. Und da sind die dann eben in dieser Klasse besser und konstanter. Da fehlt dann so einer Jungen die Konstanz. Und ich finde aber, eine Julia kann auch noch mehr Winkel spielen oder eben auch mal einen Rhythmuswechsel machen mit einem hohen Ball. Also es ist ein Weltklasse-Punkt. Und es ist so, wenn sie dann emotional etwas auch aufgeregt ist und hektisch wird, dann spielt sie zu gleichmäßig. Das passiert ihr immer wieder. Und gerade bei solchen Matches kostet dich dann das den Satz und dann läuft das Match weg. Aber ich glaube, gerade deswegen waren diese Matches unglaublich toll. Auch, dass ihre Trainer dabei waren, um zu sehen, Mensch, ich bin so nah dran und doch so weit weg, weil es fehlt dann doch noch ein ganzes Stück an Erfahrung. Spiel, Satz und Sieg. Sie hat letztendlich auch gewonnen, weil sie dann wahrscheinlich auch einfach die bessere Spielerin war. Das ist halt auch einfach so gewesen. Aber was auch völlig in Ordnung ist, steht Top 30, da muss man jetzt auch nicht direkt ein Match gegen gewinnen. Aber es war schon so, dass ich das Gefühl hatte, man kann da mitspielen. Also sie machen halt einfach ein paar Dinge halt wirklich einfach besser. Aber es war so, dass ich im Groben und Ganzen sagen würde, man kann mitspielen, man ist nicht meilenweit von entfernt. Ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet und ich hatte gar keine Ahnung, okay, gegen Top 200 hat man dann schon mal gespielt, da weiß man ungefähr, wie die so spielen, aber ich wusste gar nicht, wie weit ist dann ja, dieser Sprung halt von Top 30, wie weit ist man davon weg. Wenn eine Nasti noch mehr dran geglaubt hätte und noch ruhiger geblieben wäre in gewissen Situationen, das heißt noch ein bisschen mehr auf die Chance gewartet, aber dann zuschnappen und nicht so, es war noch ein bisschen konfus. Also das sind genau die Matches, die denen fehlen, um da dann vielleicht cool zu bleiben und die Chance noch mehr zu nutzen und vielleicht einen ersten Satz zu gewinnen und dann mal sehen, was passiert. Und dann ist es im zweiten Satz ein bisschen weggebrochen. Also ich glaube, da war sie auch einen Tick zufrieden vielleicht. Dieses Jahr habe ich mir eigentlich so vorgenommen, halt bei den Junior Grand Slams mitzuspielen. Ich starte jetzt bei den French Open mit im Juni und versuche da einfach mal zu gucken, wie es so läuft. Das ist mein erstes Grand Slam, was ich da spielen werde. Ich habe gar keine Ahnung, was mich da so erwartet. Also ich glaube, erstes Grand Slam ist immer was Besonderes. Von daher bin ich einfach mal gespannt und versuche dann da einfach so gut wie möglich zu spielen und dann halt auf der Damentour einzusteigen und dann hoffentlich dort auch einen guten Start zu erwischen. Jetzt brauchen wir wirklich ein Jahr, wo sie mehr Turniere spielen, noch mehr irgendwie ja, bei sich sind, konzentriert sind, nicht in der Gruppe, sondern Tennis ist eben eine Einzelsportart. Und dann bin ich sehr gespannt, was wir nächstes Jahr um die Zeit sagen, denn das wird dann so ein Jahr der Wahrheit, glaube ich, in der ganzen Entwicklung.